Es ist gut, dass das Europaparlament beschlossen hat, weitreichende Regeln zu erlassen, um Frauen vor Gewalt zu schützen. Zwangsheiraten und Genitalverstümmelungen sollen künftig als Verbrechen geahndet werden. Der FEM-Ausschuss erklärte, Europa solle der erste Kontinent werden, der der Gewalt gegen Frauen ein Ende setzt. Doch davon sind wir leider weit entfernt. Jährlich werden in Europa über 3.000 Frauen getötet, Hunderttausende Opfer öffentlicher oder häuslicher Gewalt. Allein in Deutschland hat sich die Zahl der Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung seit 2013 verdreifacht. Über 100 Gruppenvergewaltigungen gab es letztes Jahr allein in Berlin. Wir müssen endlich den Mut haben, klar zu benennen, warum diese Straftaten in den letzten Jahren so gestiegen sind. Wir erleben seit 2015 eine unkontrollierte Massenzuwanderung. Den weit überwiegenden Teil machen junge muslimische Männer aus. Wir müssten blind sein, wenn wir diese islamische Massenzuwanderung nicht mit der steigenden Gewalt gegen Frauen assoziierten. Lasst uns das Kind beim Namen nennen. Das ist der erste Schritt, damit Frauen sich in Europa wieder sicher fühlen. Vielen Dank.